hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die arcturianische Gruppe. Jeder Gedanke, den ihr denkt, und jeder falsche Glaube, den ihr hegt, wird Teil des Kollektivs. Empfangen durch Marilyn Raffaeli, übersetzt von Wolfgang. Liebe Leserinnen und Leser, seid euch stets bewusst, dass die Absicht dieser Botschaften darin besteht, all jenen auf allen Ebenen zu helfen, die offen dafür sind, sich helfen zu lassen. Wir erkennen, dass das gewöhnliche Leben in vielerlei Hinsicht schwierig geworden ist, weil vieles, an das ihr euch gewöhnt habt, nicht mehr so funktioniert wie früher. Lasst den Prozess zu, denn alles ist so, wie es zu dieser Zeit sein muss, damit die nicht erwachte Mehrheit aufwachen kann, wenn nicht vollständig, dann zumindest zu einem neuen und höheren Sinn dessen, worum es im Leben gehen sollte. Die Energie, die ihr spürt, wird immer intensiver, da die hochschwingenden Frequenzen des Lichts mit den niedrig schwingenden und dichten Energien, die das Denken der Menschheit seit Äonen beherrscht und bestimmt haben, in Kontakt kommen und sie entlarven. Diese hochfrequente Energie veranlasst alle ihre Entscheidungen, Überzeugungen und Ziele in Frage zu stellen, das Leben im Allgemeinen, so wie sie es immer gelebt und geglaubt haben, dass es ist. Die Auflösung des Falschen ist der Zweck hinter allem, was in dieser Zeit stattfindet. Die Enthüllungen, das Erwachen, der Wandel, der Widerstand und die Auflösung vieler alter, fest verankerter Paradigmen. Verliert niemals die Tatsache aus den Augen, dass ihr euch entschieden habt, zu dieser Zeit auf der Erde zu sein, nicht nur um persönliche energetische Trümmer zu beseitigen, sondern auch um bei der schweren Aufgabe der Anhebung des kollektiven Bewusstseins der Welt zu helfen. Alles läuft nach Plan, sowohl innerhalb als auch außerhalb. Vertraut und hört auf, ständig zu versuchen, alles mit alten Werkzeugen zu reparieren. Tun, tun, tun ist eine dreidimensionale Aktivität, auf die ihr programmiert worden seid. Echte Veränderung kann nur von innen kommen, aus der Quelle des kreativen Denkens und neuer Ideen. Geht nach innen, um Antworten und Lösungen zu finden, egal wie banal das Problem oder die Angelegenheit zu sein scheint, und was sich manifestiert, wird praktisch und scheinbar gewöhnlich sein, aber es funktioniert. Viele beginnen zum ersten Mal ein Gefühl der Kameradschaft mit anderen zu erleben. So beginnt das Erwachen zu einem bewussten Gewahrsein des Einsseins zu werden. Die Verwirklichung jeder Wahrheit beginnt als ein winziger Lichtspalt im Bewusstsein eines Menschen. Dieser kleine Schritt ist in Wirklichkeit ein riesiger Schritt für jemanden, der immer völlig aus dem dreidimensionalen Denken heraus gelebt hat. Dieser winzige Riss des Lichts wird dann beginnen, sich auszudehnen, denn er ist die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit löst automatisch alles auf, was anders ist als sie selbst. Beurteilt nicht die Bemühungen oder Nichtbemühungen der Menschen um euch herum, denn jeder Mensch muss sich in seinem eigenen Tempo entwickeln. Einige haben noch weitere dreidimensionale Lektionen zu erleben, während andere ihre bereits abgeschlossen haben. Erinnert euch immer daran, dass jeder Mensch, ungeachtet der äußeren Erscheinung, ein höheres Selbst und einen Führer hat. Dies zu wissen, macht es einfacher, sich von der Versuchung zurückzuziehen, jemanden zu erleuchten, der nicht erleuchtet werden möchte. Liebe ist erlauben, und es kann ein Punkt kommen, an dem ihr einfach zulassen müsst, dass ein anderer auf die Nase fällt, was sehr schwierig sein kann, wenn der andere ein geliebter Mensch ist. Die Aufgabe eines spirituellen Meisters ist es, die Hand auszustrecken, um die Hand zu ergreifen, die sich nach Hilfe ausstreckt,
Aber es ist niemals die Aufgabe, nach unten zu greifen und jemanden schreiend und tretend aus seiner gewählten Gossenerfahrung herauszuziehen. Es gibt Gelegenheiten, bei denen ein Eingreifen angebracht ist, aber nur dann, wenn die Menschen um die Person herum intuitiv spüren, dass sie tatsächlich Hilfe braucht. Erkennt die Wahrheit über jeden Menschen, den ihr seht, den ihr wahrnehmt oder mit dem ihr interagiert, unabhängig davon, wie geistig schlafend er zu sein scheint. Das bedeutet niemals, dass ihr euch in irgendeiner Weise benutzen, einschüchtern oder missbrauchen lasst, in dem falschen Glauben, ihr wäret geduldig, liebevoll oder spirituell. Hochentwickelte und spirituell bewusste Menschen sind befähigt und haben keine Angst, ihre Wahrheit liebevoll, aber bestimmt auszusprechen. Und sie sind in der Lage, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, ohne dabei die Tatsache aus den Augen zu verlieren, dass sie und die anderen Beteiligten spirituelle Wesen sind. Viele sind noch nicht in der Lage, die ruhigen Wege des Friedens und der Liebe zu begreifen und missverstehen diese Eigenschaften als Schwäche. Sie schlagen oft mit Worten und Taten um sich in dem ängstlichen Versuch, ihr Glaubenssystem der Trennung und des Lebens, wie sie es kennen, aufrechtzuerhalten. Mit der Zeit werden alle die bedingungslose Liebe kennenlernen, denn sie ist die Realität. Einige von euch werden entdecken oder haben bereits festgestellt, dass andere, oft ein Fremder oder jemand, von dem ihr es am wenigsten erwartet, sich zu euch hingezogen fühlt und Fragen über die Wahrheit stellt, darüber, was ihr glaubt oder was ihr in Bezug auf ein bestimmtes Thema tun würdet. Das liegt daran, dass sie eure Energie spüren, sich mit ihr in Einklang bringen können und spirituell bereit für mehr sind. Gebt den Anfängern spirituelle Babynahrung und denjenigen, die dafür bereit sind, spirituelles Futter. Jemandem, der spirituell noch nicht bereit ist, eine tiefe Wahrheit mitzuteilen, wird ihn nur verwirren oder sogar abweisen. Vertraut immer eurer Intuition, die euch in diesen Dingen leitet. Jeder Gedanke, den ihr denkt, und jeder falsche Glaube, den ihr hegt, wird Teil des Kollektivs. Deshalb raten wir euch, das Anschauen von Nachrichten und die dreidimensionale Beteiligung an äußeren Angelegenheiten einzuschränken. Denn wenn ihr das tut, fügt ihr dem kollektiven Bewusstsein, das ihr zu erleuchten hofft, einfach alte Energie hinzu. Überprüft eure eigenen persönlichen Überzeugungen und ihr werdet vielleicht feststellen, dass ihr immer noch an Überzeugungen aus dem Kollektiv festhaltet, die eurem gegenwärtigen und weiterentwickelten Bewusstseinszustand nicht mehr dienen. Erinnert euch daran, dass es kein unausgedrücktes Bewusstsein gibt und jeder kleine Glaube, den ihr hegt, wird sich irgendwann auf irgendeine Weise manifestieren, denn ihr seid Schöpfer. Wenn ihr euch erlaubt, euch in das Richtig und Falsch, das Gute und das Schlechte der äußeren Szene zu verstricken, fügt ihr dem Inhalt des dreidimensionalen Kollektivs lediglich etwas hinzu oder vergrößert ihn. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr eure Augen vor den Problemen und Fragen der Welt verschließt. Ihr seht sie, seid euch ihrer bewusst und leugnet oder widersetzt euch ihnen nicht, sondern beobachtet sie von einem Ort höheren Bewusstseins aus, einem Ort, der die Realität kennt, die allen Erscheinungen zugrunde liegt. Wenn ihr dies tut, fügt ihr dem Kollektiv Licht hinzu, anstatt noch mehr Falsches zu verbreiten. Es gibt einige, die sich speziell inkarniert haben, um eine aktive Rolle in der Weltpolitik, im Recht, in der Religion, in der Medizin, im Bildungswesen, im Militär, in der Wissenschaft und so weiter zu übernehmen. Diese Seelen sind hochentwickelt und stark genug, um Risse des Lichts in den dichtesten Bereichen zu öffnen. Einige wurden für ihre Versuche, den Status quo zu verändern, schwer misshandelt und sogar getötet. Aber viele arbeiten weiterhin für Frieden und Wandel, direkt an der Seite derjenigen, die noch völlig in der alten Energie verstrickt sind. Wenn ihr einer von ihnen seid, wisst ihr, wer ihr seid, und wir ehren euch für eure Stärke und euren Mut.
haltet einfach und still das Licht in dem Wissen, dass ihr es mit euch tragt, wohin ihr auch geht. Das Licht eines weiterentwickelten Bewusstseins kann ein Leuchtfeuer für diejenigen sein, die darum kämpfen, die Stürme zu überleben, die jetzt stattfinden. Viele entwickelte Individuen glauben fälschlicherweise, dass sie nichts tun und fragen sich, warum sie keine spirituelle Aufgabe bekommen haben. Jeder Gedanke, den ihr denkt, jeder Ort, an den ihr geht und jede Person, mit der ihr interagiert, wird von euch spirituell versorgt, denn ihr seid das Licht eures Bewusstseins. Das ist die wahre Bedeutung von Lichtarbeit. Der Künstler, der anderen Schönheit schenkt, ist ein Lichtarbeiter. Der Landwirt, der liebevoll gesunde und wertvolle Nahrung anbietet, ist ein Lichtarbeiter. Der Lehrer, der seinen Schülern geduldig dient, ist ein Lichtarbeiter. Eine Ehefrau und Mutter, die sich um ihre Familie kümmert, ist eine Lichtarbeiterin. Der Müllmann, der seine Arbeit mit Liebe und Sorgfalt erledigt, ist ein Lichtarbeiter. Jeder, der das, was er tut, aus Liebe und einem Gefühl der Einheit heraus tut, ist ein Lichtarbeiter. Der Bewusstseinszustand eines Menschen bestimmt, was er in die Welt bringt. Lasst alle verbleibenden Konzepte über Heilige, spirituelle Lehrer, Priester und Gurus, Hellseher und Heiler los, die besonders heiliger und besser als ihr sind. Es ist wahr, dass einige von ihnen eine hohe Ebene des spirituellen Bewusstseins erreicht haben und sehr weit entwickelt sein mögen, aber andere von ihnen sind es nicht. Jeder ist ein Ausdruck der göttlichen Quelle, Gott, denn nichts anderes existiert. Das war die Botschaft Jesu, aber die Menschen damals und heute haben das nicht verstanden und begannen und beginnen immer noch, den Mann zu verehren, während sie die Botschaft vergessen. Wir sehen, wie viele von euch angesichts dessen, was in der äußeren Welt geschieht, mit der geistigen Wahrheit ringen. Lasst die äußere Welt tun, was sie tun muss, ihr Lieben, während ihr weiterhin in eurer Mitte bleibt. Die Dinge, von denen ihr lest oder hört, gehören nicht euch, es sei denn, ihr bringt sie zu euch und macht sie zu euren. Erlaubt anderen, sich durch das durchzuarbeiten, was sie durcharbeiten müssen. Die meisten von euch haben ihre notwendigen dreidimensionalen Erfahrungen gemacht, die Arbeit getan und sind nicht inkarniert, um einfach nur ein befriedigendes, dreidimensionales Leben zu führen. Ihr seid vielmehr gekommen, um dabei zu helfen, das Weltbewusstsein auf neue Bewusstseinsebenen zu heben. Aber ihr könnt das nicht tun, wenn ihr versucht, es von der gleichen Ebene des Denkens auszutun, die das dreidimensionale Glaubenssystem überhaupt erst geschaffen hat. Ihr müsst herauskommen und euch von dem trennen, von dem ihr wisst, dass es alte Energie ist. Erlaubt den früheren Überzeugungen, dass es eure Pflicht ist, alles und jeden in Ordnung zu bringen, sich zu verabschieden. Ihr seid nicht mehr in diesem Bewusstseinszustand. Aber vielen von euch fällt es schwer, sich über diese Überzeugung hinaus zu bewegen, weil euch in vielen Lebenszeiten beigebracht wurde, dass es eure Aufgabe als gute Menschen ist, alles und jeden zu retten, zu reparieren oder zu heilen, der nicht euren oder den aktuellen Gedanken darüber entspricht, was wahr und richtig ist. Vertraut darauf, dass alles nach einem göttlichen Plan abläuft, und wisst, dass sich jede Seele auf einer Reise des Erwachens befindet und schließlich dort ankommen wird. Der Konflikt, die Verwirrung und das Chaos, die in dieser Zeit stattfinden, sind alle Facetten der Verschiebung der Erde in die höherdimensionale Energie. Alles läuft nach Plan, zweifelt niemals daran. Vertraut, erlaubt und seid. Wir sind die arcturianische Gruppe. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.